Bei jedem, wenn ich wohin fahre, wie schnell dass ich da fahre, du fährst 30, du fährst 50, du fährst 70. Machen alles. Und aus dem Zahnreibung neu gekommen, wir sind auch noch 110 gefahren auf der Autobahn. Und die ganze Karawane. Ich bin bald zu den 40 Jahren und dann will ich mal sehen, wo das letzte Abend der Bauer im Fernsehen, das hätte er sehen müssen. Der hat schon wieder Spaß. Seht ihr, alles fährt beim Lidl, alles fährt beim Real, alles kauft ein, auch wieder, wo die Kartoffeln herkommen, wo die Milch herkommt und die Arbeit entsteht, das weiß keiner. Die müssen alle mal Rest kriegen, hat er gesagt. Ich kann auch kommen. Das Kornab machen, zusammenbinden, aufstellen. Aufkrabbeln, hat er gesagt. Und das eine Woche lang. Und keine Date mehr Maul, hat er gesagt. Der Mann hat recht gehabt. Und das werde ich mit diesen Leuten machen. Mit diesen Leuten werde ich das machen. Mit diesen Leuten werde ich das machen. Überhaupt unsere Grünen, die wir haben. Das Allerschönste ist ja, in Erlenbach machen sie 70 Schilder. Du siehst doch 70 Schilder ganz selten. 70 ist ja ganz viel. Also, in also ich gebe ein Schild, kurz vor Dorfschild, das heißt für mich 50. Ne? Wenn er wirklich Schild ist, muss er 50. Ich habe gesagt, Ortsschild. Ja, 50. Ist für mich 50. Und 50 Meter, das ist nicht weit, 30, 40 Meter. In Erlenbach. Steht das Schild davor mit 70. In Erlenbach. Und dann tut es Ortsschild, das Ortsschild. Ich bin 70 vor und schon am Schild sehr, muss ich wieder runter. Und aber wieder weiter, muss schon 50 vor. Ja. Die haben ja geschrieben, das könnte sich doch einsparen. Bis zu 20% Schild, die könnte die ganze Landstraße. Ja. Dann haben sie auch schon weggemacht. Und das Ortsschild ist in Ordnung. Mit Ortsschild 50, das ist in Ordnung. Aber dass ich gleich da was da noch einstelle mit 70 vorne noch. Da weiß jeder jetzt, was ich 70, 50 fahre. Ich habe in Merfelde, der Manfred, der Gerwig, wo der dann Hilfspolizist geworden ist, war er mich angerufen. Da und da muss ich Schild sehen. Und der. Da waren wir noch dabei. Der Schaffner. Der Schlaufe da. So, ich werde, hör mal zu. Das stimmt, was du mir auftragst. Wenn ich das sage, das muss ja hin. Das ist nicht richtig. Glaub mir das. Ich habe mit Ausschnitt und vor meinem Werner gefahren. So, hol mal der schlaue Kater raus, weil die ganze Verkehrsschiede da ist. Also, alles klar, von A bis Z. Auf Film nicht gesehen. So, das Schild kommt nicht dahin. Ich weiß nicht, wann ich nicht dahin darf. Das Schild gehört dahin. Bin ja, vor, so ich bin vorsorglich, mach mir nicht lächerlich. Ich habe schon gezeigt, was für ein Schild kommt. Du hast recht. Was jetzt auch sein, du du hockst da und willst den Leuten Auftrag geben und machst den, was für ein Schild kommt. Was war ich schon? Mit der Beine drum links und rechts. Ach so, der Geizer, welche wurde ich vorher hast. Rot und schwarz. Rund und rot und schwarze Schilder drauf früher. Ach, gegen den Verkehr. Auch nicht. Das ist das schon alle? Nein, das braucht bei uns im Schwimmbad. Bei Schwarz, das ist gegen den Verkehr. Ja, nicht die Schulschilder, so nein. Die Oma. Der kleine Feinchen drauf. Die Oma auch unter Reihen. Da geht doch ein, gegen den Verkehr können ständig zwei Pfeile. Ja, nicht gegen den Verkehr. Ohne Schwarz ist ohne. Du fährst jetzt auf immer ständig zwei Pfeile. Ja, der hat jetzt gegen den Verkehr. Ja, der Ansätze, der muss halten, der Schwarz hat, oder der Fahrer. Die sind so kleine Pfeile. Doch, leistet jetzt aber was, weißt du, kannst du. Das hat auch ein Gewicht, was du tun, dass du unter der Brücke nur eine drauf darfst. Nein, die sind rotes Schild, außerum weiß. So kleine Pfeilchen drauf. Und das ist Brücke. Wenn du ein bist, darf nur ein LKW auf der Brücke sein, musst du auch nicht drüber warten. Ja, wenn ich meine, wenn du siehst, wenn du weiß und rot, wenn du weiß hast, rechts, dann weiß ich halt. Und der rote muss fahren. Wenn der dort LKW kommt, und zieht das Schild und da drauf auf der Brücke und dann muss der da drüber stehen bleiben, bis der LKW weg ist. Bis der über den Brücke weg ist. Ja, das ist sonst, wenn die zu mit auf der Brücke sind, das hält immer, das die Brücke. Ne? Aber das ist so. Das ist auch nicht so. Das ist kein Schild, die bleibt. So viele Schilder, die sind also auf der Brücke. Ich nicht gewusst, wie der Schild so drauf ist. Es muss bei uns im Schwimmbad hin, dass die nicht die zweite auf der Brücke fahren können. Dass die nicht die zweite auf der Brücke fahren können. In der Küche. Das gibt es nicht, ich stelle es nicht mehr. Das soll ich dir mitbringen. Es gibt es aber nicht. Die Schilder haben wir noch nicht gesehen. Nein, war da auch nicht. Du wirst nicht glauben, die Kamera nimmt das alles an von der Halle bis nach links. Mach einen Ton aus, Mensch. Ich möchte nicht, gibt es nur das Blas da? Das kostet mich nichts. Ich möchte nicht.
Aber die ganz modernen da, wo wir neu gebaut haben? Bernd Balesta, oder? Nein, nicht digital, sondern mit Bänden. Und von unserer Firma haben sie Bänder. Ich habe auch gehabt. Mit die ist in den Schrott gekommen. So, kleine Kassetten, ne? Ja, wir haben so. Und du hast digital natürlich. Wie in Amerika haben wir das alles gemacht. Ich habe das Schweizer noch gekauft wieder. Ach, da habe ich immer das Ding mit. Oder die digitale, also, da haben wir die ganz neue Wurst, die verfolgen kannst, die Dinge da. Und nur noch so groß sind die Dinge. Keine Pieper, das gibt einen Chip, du brauchst nicht mehr die Kassette. Das ist nicht schön. Man sagt, muss ein bisschen floppen, oder? Ist ja schön wie mir. Manchmal in Amerika waren, habe ich das alles gefilmt. Ist ja herrlich, so, wenn du mal guckst, sagst du, guck, da bist du herumgetackelt. Du hast den Bild und da und die Farbe, alles ist original. Aber das schmeckt wie Most. Frankfurter Pepper. In Kanada waren schöne Aufnahmen, die sind wunderbar. Du hast die Geister überall. Hast du noch eine schöne Aufnahme gemacht? Bis das 63. Ich bin 63 geworden. Hab ich doch recht gehabt, ich habe alten Hoheit gesagt worden. Ja. 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 Das musst du ausstecken. Kann man schon sagen. Okay. Wie viel ausstecken musst du ausstecken? Und wenn du ein bisschen schlanker warst, darfst du dich jünger aus. Ich bin schlank genug. Ich müsste normal 25 Kilo abnehmen. Du hast super noch mal schwierig. Was hast du? Ja, die Weste dann. Ich glaube 25. Ich habe da einen grauen Mann gesehen, ich habe einen Korb und Ärzte müsste ich 25 Kilo abnehmen. Machen wir eine 18. Ich komme nicht drüber rein. Also für jeden Fall. Da darf ich nicht. Das ist der Konzentrum. Ja, weil du fragst, was geht's an hier? Nichts fressen. Ich glaube, kommst du nicht an. Und da war einer, der war auch immer oben vom Rotenwald. Ich würde mit dem Fahrrad jetzt. Und zwar das Fahrrad mit Kalorienantrieb 500 Mal mit Hauptrennen. Wir waren Fahrrad. Das haben wir jetzt in Schubersen sitzen. Bei 500 ist das Einzige, das musst du durchhalten. Fängst du 5 Minuten, 10 Minuten. Absolut. Ich kann die Woche rein. Und da waren wir mit 20 Kilo. 5 Kilo kann ich die Woche abnehmen. 100%ig. Wenn ich jetzt angehe, moje. Bis nächsten Sonntag wieder herfahre bei dir, habe ich garantiert über 90, 100. 100%ig. Moins ganz normal ein Brot, ich esse moins ein Scheibchenbrot, nein, tot, mehr nicht. Ach, du bist verrückt, du hast vier richtige Brote. Ja, das ist schon zu viel. Und dann tue ich mir doch was esse, manchmal nichts, nur ein Apfel oder ein Weintrauben. Dann tue ich manchmal keinen Kaffee trinken, dann tue ich mir abends wieder ein Brot essen, das ist alles, was ich am Tag esse. Dann tue ich aber nächsten Tag essen und das Kaffee trinken mit Sahne dort. Soll man ja auch nicht, ne? Ja, soll man nicht. Und schon habe ich wieder 3 Kilo drauf. Ein Stück Sahne entspricht halbe Stunde, 2,5 Stunden davon gerade. Das tut der ganze Schieb voll. 3 Kilo. Nicht gut, für die Schwarzwälder würdest du 2,5 Stunden gerade gehabt. Ja. Dass der Schieb weggeht. Für den nächsten Tag kaputt. 100%ig, danach kann ich gehen. Und Leberwurst sind nicht mehr. Ich brauche, ich kann die hoch 5 Kilo rein. Ohne dass mir weh tut. Aber dann tue ich abends. In den Kühlschrank rein, dann hole ich eine Tafel Schokolade raus. Oh Gott. Also, das müssen wir kalt, müssen wir verwandt sein. Und die ist weg, ne? Die ist weg. Und dann der Knobbes. Also wenn Nüsse drin sind, Knobbes, dann greife ich in den Schrank neu, dann hole ich einen Knobbes raus, du das essen. Aber wenn ich das glaube, dann ist es fertig. Ja, und das ist es. Ich muss, ja, und dann kommt er noch selber. Ganz streng, genau, halt. Ne? Und dann, ja, wir waren letztens in Krausbach wieder, haben gegessen. Da haben wir Schweinebrot gegessen, 30 Stücke Fleisch, 2 so Sendelknödel. Wenn es das weg ist, was haben die für Preise? Ganz normale, kostet. Seniorenteller ist auch Schaltfleisch weniger, Anklos weniger, kostet 8 Euro. Seniorenteller kostet 8,60 Euro. Grundsätzlich FCH. Also ich bin mit dem Keller noch die Hände. Ja, 95 Kilo. Die 2 große Klöße, 8 Euro. Die haben ja schon gekostet. Normalportion kriegst du 2 Klöße und 3 so Scheibe, die so dick. Wunderbar schmeckt. Das ist die Hausmehlklöße. Die kostet ungefähr 89, gell? Ja, 10. Also die Preise sind normal dort. Hotel? Nein, im Waldhotel Höppe. In Krausebach. Krausebach-Dambach. Dambach da unten. Wenn du von Rotrun runterfährst, kommst du erst nach Krausebach. Und in Krausebach fährst du links hoch im Wald. Hoppach. Unten rechts in Krausebach ist die Mühle.
Heuchter, ohne wenn du da fährst. Also, wenn wir da rauffahren, wenn wir oben noch ein bisschen runterbrunnen und fährst du nach Grausenbach. Ja. Wie heißt es? Dammbach? Erst kommt Grausenbach. Ja. Grausenbach und dann kommt Winderspach. Winderspach, Grausenbach. Dann kommt gleich Dammbach. Dammbach, Grausenbach. Das gehört zusammen, die zwei Ortschaften. Ja. Grausenbach, Winderspach. Und dann, Dambach, wenn du zu Grausenbach hinauffährst, dann kommt Dammbach. Ja. Das ist ein Hotel. Nein. Wirtschaft. Nein. Das ist wenn ich durch Grausenbach durchfahre. Ist das nicht der Köln getroffen? Der Hahn oder was? Und in Grausenbach. Ich gehe nur Aarstrasse durch. Und dann geht es links auf Richtung. Da geht es rechts rum ab. Da kannst du hinten über nach Eschau, Mümmlingen kannst du fahren. Ja, und rechts kannst du nach, Buchen, Buchen und Ding fahren. Und nach vorne, ja. Und wieder Luft nach Weifbrunnhof. Und da in Grausenbach fährst du beinahe durch Grausenbach und da steht das Schild, steht zur Heppe. Und da fährst du links nochmal 6 Kilometer im Beichenhof, im Waldenhof. Ja, ja. Das war echt. Ach, da war das. Zum Heppe. Da ist sogar. Wie der selbe Käse von. Da sind viele. Machen Leute sich Urlaub. Nein, der war auf dem Bauernhof. Der war auf dem Bauernhof. Und das ist ein Hotel. Und das sind ganz normale Preise. Ja, Hotel ist auch nicht teuer. Wenn du von Robrun abkommst, ne? Ist vor Grausenbach nicht der Baum, wenn man es einnimmt, du kannst links nur Richtung Alte Buch. Ja, da geht links nur nach Alte Buch. Ja. Und jetzt da oben ist auch ein Rentsch mit Tieren und mit Essen. Ja, ich bin auch schon weitergefahren und fast da. Unzurück, wie heißt das? Unzurück. Ja, so wenn du da rausfährst, dann haut man raus, ein bisschen weiter, die Achter, dann fährst du rechts runter nach Wertheim. Wenn du weiterfährst, kühlst du, weißt du, wo du hinkühlst, auf Hasloch, dann runter. Breitenbrunn, da drunter ist alles. Da kommst du runter nach, wenn du über weiterfährst, dann fährst du runter nach Kreuzwertheim, Stadtbruchzelle, wir sind schon runtergefahren. Stadtbruchzelle, Dorfbruchzelle sind so rum wie der Hahn, Mauer rüber, über Mauer drüber, dann sind wir. Richtung über Mümmlingen wieder da und sind wieder auf. Genau, oder und wir sind auch schon die Schnellstraße bis nach Stockstadt wieder Luft gefahren. Ja. Alles mit dem Trapping, Gogo, wie das? Mit dem Trapping. Wisst ihr? Du wirst dich wundern, wenn sie nicht nachlaufen muss. Das weiß ich nicht. Ich bin schon deutlich besser im Vorderwald. Ich habe das auch den großen Lastwagen. Das ist ja von oben aus, praktisch von Ellenbach aus geht. Geht die vier Autobahn bis nach Stockstadt. Ich sagte, wenn du mir damals wieder sagst, hey, die Fiesta, ne, wenn da eine Zerteilung war, wäre, da habe ich es gekommen, ich glaube, es sind 25.000 Mark, ne, das war mir so viel Geld. Da hat damals schon Klimaanlage und alles gehabt. Hat er doch Klimaanlage. Aber gut, wenn ich mir neu gekauft hätte, hätte ich Klimaanlage. Ja, und dann, wo ich mein Ding gehabt habe, mein Zahnmüll, da Klimaanlage, alles hat er gehabt. Und heute wäre aber vorher 25.000 Mark ungefähr gekommen. Ja. Aber gut, hätte ich für wenn ich neu gekauft hätte, hätte ich mindestens nur 60 S genommen. Was und einen A4. Ja, nein, ich hätte das 60 Jahre ruhig gewählt. Und hätte für mein Alter ungesehen hätte es immer 3.000 Mark gehabt, für ein Alter. Und trotzdem habe ich die genommen. Genau, das war ein Jahreswagen, da kannst du nicht sagen, ich will die Schiebe nach Hause oder sonst was. Wenn ich nicht mehr verdienen habe, 10.000 Mal können wir nicht. Ich habe ein Jahr bezahlt, 11.300 Mal. Ein Jahr. Und da habe ich weit über 8.000 Mark gespart. Ja, und das habe ich mir da auch überlegt. Wenn ich jetzt gucke, das ohne Wege, dann habe ich doch dann wahnsinnig. Ich sehe ja nicht, dass ich 8.000 Meter fliege. Dass die mir das Einzelne kommt, das Einzelne das hat 5.000 Kilometer gekostet, das hat 1.400 Euro. Meine Eiertablette. Mal gekostet. Da habe ich gespart noch. Ja, dann nimm doch aber auch. Mindestens 10.000 Mark habe ich gespart, dann habe ich ein neues Auto gekostet. Siehst du, was ein Robert dein Omega, der hat 62.000 Mark gekostet. Ja. Und hat die 12.000 zurück. Ja, das Glück hast du nicht immer, dass du so ein Ding erwischt. Ich habe mir dort mal nur angerufen aus Juxendollerei, geblendet und geblendet, ach, da ist nichts drin. Ach, guckst du mal nach Jahreswoche, ich denke, da steht ja nichts drin, nichts Vernünftiges. Ach, rufst